Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Heute auf dem Gabentisch haben wir wieder was aus Niedersachsen und zwar aus der Wolters Brauerei und zwar den Schwarzen Herzog. Es gibt seit langer Zeit also mal wieder ein Schwarzbier hier auf unserem Kanal. 5% Umdrehungen, Wasser, Gerstin, Malz, Hopfen und Hopfenextrakt. Zu der Wolters-Geschichte müssen wir sagen, hatten wir 2019 auch schon gehabt, nämlich mit dem ersten Paket, was mir der liebe Pinecraft geschickt hat. Und so auch 2020, pünktlich zum Halloween-Fest, ist es eingetrudelt. Beziehungsweise steht ja schon eine ganze Weile hier rum, ne? Habe ich euch ja gesagt, dauert immer eine Weile. Haben wir jetzt die restlichen Biere aus den Brauereien da aus Niedersachsen, die uns noch gefehlt haben. Ne? Das war einmal die Geschichte Herke aus Peine und einmal Wolters. Ja, sieht erstmal edel aus. Schwarzer Herzog hier in diesem blau-chromfarbenen und als Kontrast Schwarz- und Gold-Etikett. Das sieht natürlich schon mal sehr elegant, sehr luxuriös und edel aus. Naja, wenn der Hopfenextrakt drin ist mit dem Edel und so, ich glaube, da ist vielleicht auch ein bisschen Etikettentäuschung mit bei, wie man es schon sagen muss. Ja, aber ansonsten vom Design her, ja, es schaut super aus. Ich kenne es wie gesagt noch nicht, ich bin gespannt. Was wir da haben, kommt übrigens aus Braunschweig und 5% Umdrehungen, sagte ich schon. Ich würde sagen, machen wir mal auf. Ich bin gespannt. Wir haben natürlich wieder Bierdurst. So, die Kapsel ist bedruckt, steht auch drauf. Wolters. So ist, denke ich, aber da in Niedersachsen auch bekannt. Übrigens eine grüne Flasche, vielleicht nicht ganz so optisch. Warum ist die eigentlich grün? Aber naja. Also, würde ich sagen, lassen wir mal laufen, Freunde. Oh, guter Sound. Oh, recht geschmeidig. Wunderbar. Ja, ist ein Schwarzbier. Gibt sich als solches zu erkennen. Blume. Zwei fingerbreite Blume haben wir da auf jeden Fall am Start. Creme-weiß das Ganze. Fein bis mittelporig. Ein bisschen größere Luftbläschen sind da drauf. Tatsächlich Kraterbildung entdecke ich jetzt nicht. Und wenn wir das Ganze schwenken tun, und da sehen wir es richtig, das bleibt also ordentlich an der Glaswand haften. Sollte aber auch bei einem Schwarzbier tatsächlich so sein. Finde ich schon mal gut. Ja, ich würde sagen, Creme-weiß, 90 Sekunden Standard, hält das Ding da durch. Schaut mal selbst. Ne? Sieht doch recht kompakt aus. Ist doch super. So, schauen wir uns mal das Farbspektrum an. Schwarzbier will es sein, sieht aus wie einem Schwarzbier. Da ist die Softbox und wenn ich da so durchs Licht gucke, so, also ist absolut blickdicht, kann man nicht durchgucken. Wer jetzt immer wieder darauf wartet, bis ich es erwähne, ja Freunde, der schwarze Abt ist tatsächlich noch schwärzer. Das muss ich ja immer wieder erwähnen, ne? Wenn wir da schon so was Krasses haben oder getestet haben, muss man das ja auch immer wieder erwähnen. Ja. Gut, aber wie gesagt, das ist schwarz, das ist blickdicht, das ist völlig in Ordnung. Ich erkenne jetzt da gar nichts. Hier ganz unten, wo sich das Glas ein bisschen verjüngt, kann ich ein bisschen Karbonisierung erkennen. Ich würde sagen, eher ja, mittlere Perlung. Ja, ist erstmal okay. Ist erstmal okay. Freunde, was soll ich sagen? Ich finde, es sieht jetzt gar nicht mal so unlecker aus. Ich finde, es ist ein guter Durchschnitt. Die Blume ist jetzt nicht total voluminös und richtig kompakt, sondern auch alles eher so ein bisschen solide, schön durchschnittlich. Ich glaube, da kann man erstmal nicht kritisieren, möchte ich 3 von 5/6 möglichen Punkten geben für die Optik, für die Ästhetik. Finde ich erstmal soweit okay. So, dann wollen wir mal schauen, wonach es duften tut. Oh, okay. Ja. Oh. Hm. Gut, Malzkörper betont ist klar, brauche ich denke ich nicht extra erwähnen. Aber jetzt kommt's, da ist wieder so dieses Typische, ne? Ihr wisst schon, quadratisch praktisch Traubenuss. So in die Richtung geht's rein. Also durchaus ein bisschen ja, Waldfrüchte, rote Trauben, rote Beeren. In diese Richtung geht das leicht säuerlich, aber eben auch durch diesen Malzkörper vielleicht sogar ein bisschen schokoladig. Ja. Das geht schon so in diese Richtung, so leicht teigig vielleicht sogar. Also man sagt, oh, da ist ein leckerer Keksteig mit Schoko. Also in diese Richtung. Ja, ist jetzt nicht ganz so extrem, da hatten wir auch schon Kandidaten gehabt, die da noch ein bisschen ausgeprägter vom Bouquet tatsächlich waren, die noch mehr freigegeben haben von diesen ja doch eher interessanten ja, Aromen, die so in so einem Schwarzbier, wie gesagt, da enthalten sind. Aber es ist lecker, Freunde, das ist jetzt nicht unangenehm, das ist erstmal lecker, auch völlig solide, ich glaube, sowas erwartet man auch. Vielleicht ein bisschen fruchtiger als... Gut, ihr wollt ja immer Vergleiche haben. Dann komm, dann nehmen wir jetzt mal hier so den Klassiker. Dann nehmen wir mal das Köstritzer. Das ist nicht so, ne? Das ist jetzt nicht so, dass da so eine fruchtige Note, so nach Beerenfrüchte zum Vorschein kommt.
Ja, was wollt ihr noch wissen? Das Oettinger vielleicht, wieder entgegengesetzt, ne? So Discounter und so. Auch nicht. Da haben wir dann eher wieder ein bisschen mit diesen Röst-Aromen, Röst-Aromen zu tun. Aber naja, ihr wisst ja Bescheid. Beim Schwarzbier ist es halt so, auch da bei diesem Bierstil unterscheiden sich, wie gesagt, diese Biere hier in Deutschland ganz stark. Es ist ähnlich wie bei den Pilzbieren, dass wir da wirklich ganz, ganz große Unterschiede feststellen. Von süßlich bis sauer, von fruchtig bis trocken. Also da ist wirklich alles vertreten, was wir da haben. Das haben wir schon öfters hier getestet. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben Bierdurst, würde ich doch mal sagen, oder? Genau, aus diesem Grund werden wir mal probieren. Auf euch, ihr Lieben. Zum Wohl, auf den Pinecraft. Und ja, würde ich sagen, wollen wir mal. Ja. Ja. Gut. Ja, so wie es aussieht, so wie es riechen tut. Und so schmeckt es dann auch beim Antrunk. Also man kriegt absolut erstmal ein total grundauf solides Schwarzbier auf die Zunge. Was da im Glas drin ist. Ja, das ist jetzt nicht sofort so, wow, Highlight, noch nie vorher erlebt. Ist aber auch nicht so, Schlaftablette. Das ist genauso antrunkstechnisch durchschnittlich. Auch hier beim Antrunk das erste, wir müssen natürlich anfangen, womit haben wir zu tun, von den Attributen her, gemütlich oder dynamisch. Ich würde sagen, ja gut, bei 5% jetzt und weniger, aber es ist von den Aromen her schon eher ein gemütlicheres Bier. Ne? Also kleinere Schlucke nehmen, ein bisschen länger Mundraum behalten, ein bisschen Temperatur anziehen, da ein bisschen mit der Zunge spielen und dann hast du schon noch so ein paar Aromen, die sich da wahrscheinlich einzeln lösen werden, die man dann nochmal so ein bisschen genauer, sage ich mal, erschmecken kann. Deswegen ja, gemütliches Bier. Wer jetzt das große Highlight beim Antrunk erwartet, so wow, so nach dem Motto, das haben wir noch nie erlebt, Surprise, der wird wahrscheinlich enttäuscht sein, weil der wird dann auch sagen, naja, gut, ist zwar ganz interessanter mit der Traube, aber naja, das reißt jetzt auch nichts groß rum. Das ist, wie gesagt, immer so diese Geschichte bei dem Schwarzbier, ne? Da gibt es halt diese Extremen. Und wenn wir dann immer das Köstritzer nennen und immer den Schwarzen abnennen, dann wissen wir schon immer, oho, da in diesen Bereichen, ne, wo wir uns da bewegen. Oder das Hasseröder können wir ja auch nennen, Schwarz, hatten wir auch schon getestet. Also auch so ein bisschen eigenen Weg gehen, ne, durch diese Nussigkeit. Also, lange Rede, kurzer Sinn, sind wir aber bei den Aromen und da steigen wir jetzt mal ein bisschen ein, versuchen wir das Ganze mal ein bisschen herauszuschmecken. Ja, also Schwarzbier typisch ist klar. Der Malzkörper, der spielt ja eine große Rolle. Und der gibt auch wirklich einiges preis. Also wir haben hier ganz klassisch leichte Röstaromen drin. Nicht übertrieben, nicht aufgesetzt, genau richtig ausjustiert. Ehrlich, würde ich mal sagen. Ja, das passt schon so weit. Die Lieblichkeit hält sich so ein bisschen in Grenzen. Ich würde sagen, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Bierswürfler, wie sieht es aus? Ist es jetzt da eher so ein bisschen lieblich oder ist es eher ein bisschen sauer? Würde ich sagen, haben wir es hier mit einem Mittelweg zu tun. Also auch völlig solide. Nicht zu süß, aber auch nicht zu sauer. Genau so ein Mittelweg, ne? Das passt schon ganz gut. Schokonuancen oder ähnliches, wie man sie vielleicht sogar von einem Stout her kennt, das sucht man hier vielleicht auch ein bisschen vergebens, auch zwar vorhanden, aber auch ganz weit im Hintergrund. Ja, also auch eher solide, sage ich mal, so wie man es kennt. Da sind jetzt keine großen Aromaspitzen drin. Deswegen auch eher ein bisschen zurückhaltender. Jetzt kommt das Besondere, wer sich jetzt so fragt, ja gut, Biersüffler, das hört sich ja so völlig durchschnittlich an, sage ich ja, von dem, was ich jetzt ertrunken habe, ist es wirklich eher ein durchschnittliches Schwarzbier. Aber das Besondere möchte ich trotzdem da ein bisschen betonen und das ist hier wirklich diese Fruchtigkeit, die hier wirklich so eine rote Traube, rote Beerenfrüchte, Waldfrüchte, so in diese Richtung geht das, noch wirklich hervorbringt. Und das dann schon doch ein bisschen deutlicher, dass ich zumindest hier beim Fruchtkörper von einer ja, durchaus wahrnehmbaren Aromaspitze sprechen möchte. Und das finde ich auch gut. Das macht das Ganze so ein bisschen ja, besonders. Diese Röstaromen, die bringen ja auch immer ein bisschen Herbe mit sich. Ne? Nussigkeit, Herbe und diese Richtung. Und da passt das ganz gut mit diesem beerigen Fruchtkörper. Ja, hinten raus. Ein bisschen trockener. Ist jetzt bei der Speichelnachproduktion, wenn das Bier da ist jetzt nicht so lange ein Nachhalter. Verflüchtigt sich schnell.
Ja. Okay, ich glaube, wir können es zusammenfassen. Schwarzer Herzog, naja, mag wahrscheinlich wieder ein bisschen eleganter sein, als er tatsächlich ist. Sind wir mal ehrlich. Grundauf solides, ehrliches Schwarzbier, was keine großen Experimente macht. Sehr linear, sehr geradlinig. Standard, würde ich fast schon sagen. Das Besondere, Fruchtkörper, hier wie gesagt eher ein bisschen rote Beerenfrüchte. Sowas kann man schön deutlich rausschmecken, das finde ich gut. Meines Erachtens hätten sie noch ein bisschen ausgeprägter sein können, aber ansonsten soweit stimmig. Was dem Schwarzbier vielleicht hier so ein bisschen zum Verhängnis wird, ist wie gesagt in der Textur oder beziehungsweise in der Wahrnehmung ist es nicht wirklich saftig. Hier fehlt so ein bisschen, wo ich sage, dass der Malzkörper zu Beginn beim Antrunk, wie gesagt, noch ein bisschen mehr wuchtiger vielleicht daherkommt. Bei 5% darf das auch gerne ein bisschen wuchtiger sein. Dass es nicht ganz so dünn ist, das ist schon fast so dünn, sage ich mal, dass es als helles durchgehen könnte, wo man sagen könnte, okay, das ist eher so ein milderer Kandidat, wenn da nicht die Röstungen wären. Ja, aber auch da, wie gesagt, wenn wir da jetzt einen Kandidaten, ich muss ihn wieder nennen, den schwarzen Abteil denken, bei dem klappt das halt. Ne? Da weiß man halt, okay, da hat man halt dieses Weiche, dieses Voluminöse, dieses Vollmundige. Und das hat man hier eben nicht. Es ist nicht vollmundig. Es ist eher sogar ein bisschen spritzig, würde ich fast schon sagen. Genau, und das wird ja so ein bisschen zum Verhängnis. Hopfenfloralität oder ähnliches bei dem Schwarzbier merkt man eh kaum. Also wie gesagt, ein bisschen ist was da natürlich klar, merkst du aber auch eben linear, Standard. Und so möchte ich es dann auch bewerten, Freunde. Also das ist eigentlich, es sieht so aus, es riecht so, der Antrunk war so und jetzt im Körper, im Charakter schmeckt das auch so. Das ist ein grundauf solides Schwarzbier. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist kein Highlight, das ist aber auch keine Schlaftablette. Das ist absolut solide. 3 von 5/6 möglichen Punkten. Absoluter Durchschnitt. Alles klar, Freunde, das war's gewesen. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.